Yo Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Beim letzten Mal ist Cole, der uns ja zu einem Typen bringen sollte, der uns zum Weltenbaum bringt, irgendwie von Malos und Akkos bedrängt worden, wahrscheinlich um rauszupressen, wo die Aegis ist. Er hat es allerdings nicht getan. Dafür wurde eins seiner Kinder entführt und ja, Pyra ist dem hinterher und ja, wahrscheinlich um das Kind zu retten. Und wir haben uns stattdessen aber, anstatt Pyra zu retten, erstmal noch ein Theaterstück angeguckt von Thora und sind jetzt mal hier auf dem Weg, um hoffentlich mal Pyra wieder zurückzugewinnen und das Kind zu befreien. Wir haben neue Blades resoniert, leider nochmal eine Damage Blade mit dieser Doppelaxt, die auch Teeros dabei hatte oder wie sie auch immer hieß, die mir ja deutlich zu langsam kämpft und ich vermute mal, er hier, dieser König, den wir jetzt bei uns haben, wird genauso kämpfen. Und das finde ich eigentlich nicht so geil. Ich hätte gerne mal eine andere Angriffsblade mit einer etwas schnelleren Waffe oder sowas. Naja, schauen wir mal. Irgendwann werden wir auch Pyra wieder zurückkriegen. So lame. How long are you going to stay in that form? That's none of your concern. I am who I am. Man kennt sich auf jeden Fall. Malos hatte Pyra auch im Traum, in ihrem Traum besucht, auf diesem grünen Hügel. Son of a bitch! Son of a bitch mit Sadist übersetzt. I still think we should have sent them a finger or something. But you know best. You know what we're after, don't you? Jin. Da er gerade von einem abgeschnittenen Finger geredet hat, würde ich vermuten, dass die deutsche Übersetzung näher am Original ist als die englische. Mit Sadist und so. Shut son of a bitch. Naja, gucken wir uns erstmal weiter, was hier passiert. Malos will auf jeden Fall gegen die Aegis kämpfen. Und es scheint für Pyra nicht so einfach zu sein. Oh. Ach so, genau. Wir teilen ja die Schmerzen. Well, well. I see I'm not the only son of a bitch. Still defiant, I see. Just give it up, girl. Think you can do it alone? Handle that power? I won't use that power, and I won't let you use it either. Okay, jetzt legt sie doch los, oder was? You seem to be doing nicely without your driver. It's like you don't know who you're dealing with. You can't beat me like that. But maybe I can. The kid? Ja, der Junge, genau. Der übermütige und tapfere Junge, wie immer. Rex! Everyone! Van Damme, take Iona. Gotcha. We'll take care of these guys. Also Malos scheint auch ziemlich mächtig zu sein, ne? Needs must. Abrona, do them in. Browner ist seine Blade, ja, von Akkos. Jetzt kämpfen wir doch wieder mit Pyra oder wie direkt? Nicht doch einen Kampf ohne sie? Mitglieder haben sich geändert. Nee, es ist schon okay. Ich hätte ja meine Klingen. Okay, jetzt habe ich Pyra auch wieder als erstes. So, wer ist niedriger vom Level? Dann fokussieren wir uns erstmal auf den. Auf den guten Akkos. So, mal gucken, ob meine Itemumstellung irgendwas bringt. Warum liege ich auf dem Boden? Schwanken kann ich jetzt leider gerade nicht einsetzen, aber den Hitzeschub. Ja, mit der Dampfbombe warten wir noch ein bisschen. Oh, Meisterfessel. Und schon kann man gar nichts mehr machen.
Aber ich glaube auf jeden Fall... Oh, und der schwankt. Hallo? Warum ist er jetzt nicht umgekippt? Komm, hau mal raus, die Dampfbombe. Ist mal wieder ein bisschen unvorsichtig. Aber ich glaube, dass Tora jetzt kontinuierlich durch das eine Item Wut aufbaut gegen alle. Lässt ihn auf jeden Fall mehrere Gegner auf einmal besser tanken und von uns abhalten, solange wir uns alle auf einen fokussieren. So, aber jetzt hat sie, glaube ich... Wo ist sie? Ach so, genau. Jetzt hat sie auf jeden Fall einen grünen, eine grüne Blade auch noch dabei. Wollten wir nicht mal auf den Stufe 24 Gegner bleiben? Aber wir sind schon wieder so oft hier irgendwie geblockt und keine Ahnung was alles. Na, da ist der, gegen den wir kämpfen. Da sollten wir uns jetzt mal in den Rücken stellen. Oh, jetzt haben wir schon wieder die Fessel drauf. Ey, so kriegt man auch keine Kombos durch. Komm. Vielleicht könnte sie hier mal die Dampfbombe raushauen. Tora ist ziemlich am Ende. Nia müsste da mal heilenderweise eingreifen eventuell. Da wurden wir ein bisschen geheilt. Boah, jetzt wollte ich gerade eine Fähigkeit einsetzen. Dann fliege ich hier durch die Gegend. Dann ist man wieder gefesselt. Also so kriegen wir auf jeden Fall keine Kombos durch. Aber wir sterben auch nicht. Man muss das mal positiv sehen. So, aber Akkos haben wir langsam runtergekämpft, so zur Hälfte. Meisterfessel, kein Problem. Mach mal den Windstoß zuerst. Na gut, mit grün anzufangen haben wir gar nicht, um das weiterzuführen. Am besten, wenn man eine Combo, die über drei Charaktere verteilt ist, dann kann jeder in Ruhe seinen Scheiß aufladen, ohne ihn zwischendurch zu entladen. was passiert hier gerade? I must admit, I've enjoyed playing my part in this hackneyed tale, but... Was geht hier jetzt ab, Leute? Durften wir ihn gar nicht besiegen, oder was? You see, blades draw their power from atmospheric ether energy. They send their power to the crystal where it manifests. But what if we were to interrupt the flow? Shit! Don't look good! Damn! The power's draining out of my weapons! It's no good. I can't transfer power, my lady. Master Pon, Poppy feels funny. Oha, das klingt fast nach einer Niederlage. Why won't you guys leave Pyra alone? Isn't it obvious? We want the power of the Aegis for ourselves. Tja, da müsst ihr an uns vorbei. To erase all of humankind from the world. What? Der typische größenwahnsinnigen Plan, ja? Did Jim seriously say that? Erase all of humankind? My. Surely you knew better than anyone. Ja, sie müsste ihn so ein bisschen kennen. Mia! What are you doing? Vor allem mit diesem Gesangstück im Hintergrund. Was ist das schon wieder für eine seltsame Stimmung? Weapons, Soldiers, all poised to invade more Ardain.
doesn't it make you want to laugh? Every corner of the world is defiled by such vermin. But that's nothing new. They haven't changed a bit in 500 years. No wonder Father abandoned them. Kleine Menschenhasser, wa? No, the only thing that hasn't changed is you. Father didn't want us to wipe out innocent life. Why did he make us then? Get real. That's what we're for, to descend on the world and eliminate these pests. Ist man aus unser Bruder oder was? Sind wir der Pyras Bruder? What? Is that power coming from his blade? Too late. Playtime's over. Let's end it. Akos! Agree. Aber sie können die Ätherkraft noch nutzen? Oha. Was passiert? Was machen Tora und Poppy denn da? Das sieht richtig übel aus, Leute. Ich glaube, wir kriegen gerade ziemlich aufs Maul und können froh sein, wenn wir hier noch lebend rauskommen, wa? Tora! Damn! Stop, Riggs! It's no good! Fuck, was für eine Niederlage. Hitting girls isn't as much fun. Malos, you're the icon of chivalry. What? Malos. You're not getting her! Naja, jeder hat jetzt einmal probiert, ob Vendem und Rock jetzt erfolgreich werden, sein werden. Ich habe ja Zweifel. But that pea shooter won't help you. Even if you hit, it'll barely register. Was stimmt denn mit denen nicht? Bloody idiot! Think I don't know that! Are you ready, Riggs? Another lesson for ya! Something else you could do with a blade! Wow! Was tut er da? Bastard! He's channeling the energy from his weapon through his body. Yeah, nothing you can do. Hat er sich die Echse jetzt reingehauen oder was? Nothing at all. Was für eine geile Aktion. Das macht ihn jetzt mächtiger als diese beiden Wahnsinnigen. Schon ein bisschen strange. Vandam! Move it! Take Pyra and scram! Keep! I can't just leave you here! Ah! Riggs! Don't go dying on me here! You gotta make it! You gotta get away from here. Boah, harte Nummer schon wieder, jetzt ihren Kumpel zurückzulassen. You gotta make it to Elysium. Wenn er sich jetzt hier für uns opfert, ey. Give it up! Da ist aber jemand wütend auf Vendem und auf uns. Just go, Riggs! Ja. Remember to fight your war! Okay, vielleicht bleibt er doch nicht dauerhaft in unserer Party. Vandam! Oh, da müsste Rock drin sein. Oh, please. What a cliche. Ja! Oha, jetzt sind wir wütend. Rex. Aber die Frage ist, was bringt das alles noch? Vielleicht sollten wir echt erstmal die Beine in die Hand nehmen und laufen. You have to go. You're a pain in the ass, little shit! Ah, Rex. I can't
Ich glaube, der Kampf ist erstmal verloren. Sorry. Rex. Rex, Rex. Rex, Rex. I can't let you do this. So long, kid. Rex! Was ist? Hat sie jetzt doch ihre Macht ausgelöst? Die drei Kontinente vernichtet hat? Es macht gerade so den Eindruck, oder? Das ist ein bisschen an Fiora gerade, oder? Oder Fiona, oder wie sie auch immer hieß in Xenoblade 1. Pyra? Stimmt, sie hatte auch noch andere Formen, ne? Ich erinnere mich wieder. You can't rewrite the act now. It's too late. Okay. Look out! Sie sieht gerade ein bisschen anders aus. Und lässt hier einen Blitzstrahl vom Himmel fallen oder vom Himmel fahren oder was? Und jetzt nehmen sie die Beine in die Hand. Nice. Hat sie jetzt ihre wahre Macht entfesselt? War sie bisher nur gebremst oder was? Wow. Mythra heißt sie jetzt, okay. Mythra? Pyra, I am not Pyra. Eine kleine gespaltene Persönlichkeit. Pyra, she's a different self that I constructed. Ach so. A different self. No time for that. Oh, okay. Mythra ist ihre eigentliche Form, oder was? You need to focus, or I can't transfer my power. No, it can't be. My powers are useless? Ja, gewöhn dich dran, Junge. Where is that energy coming from? Wake up. She's not drawn from the ether. Wollte gerade sagen, nicht aus dem Ätherfluss. Not ether? Mythra. Looking good. Things are heating up. Was hat Manos eigentlich für eine coole Waffe? Will eine Blade mit dieser Waffe haben? Ich fürchte, das geht nicht gut aus für Akkos und Malos. It's called foresight. I don't. A prediction of what will happen in the immediate future. Read their movements to find an opening, then counter. I get it. Wie cool ist das denn? Wir können in die Zukunft gucken. Und so jeden Gegner kontern, oder wie? How did he dodge that? Who cares how? Just get them! Ja, man sollte sich eingestehen, wenn man einen Kampf verloren hat. Piece of cake. Ja, es sieht nicht so gut aus für euch Jungs. Tut mir leid. Es sah gerade noch so aus, als wenn wir verlieren würden, aber das Blatt hat sich gerade deutlich gedreht. I don't think we're gonna beat them. This is it. The true power of the Aegis takes me back. I've waited so long to see it again. Mythra, welcome back! Tja, gut, er hat ihre Macht entfesselt, was er wollte, aber jetzt ist er ja erst recht chancenlos, oder? Es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert für ihn, oder? Okay, hat sich jetzt irgendwas hier am Kampf geändert? So, mal gucken, was sich jetzt ändert. Sie hat auf jeden Fall Licht als Element, würde ich sagen. Aber wir werden wieder super oft geblockt. Photon. Photon haben wir jetzt. Zack. Okay, jetzt können wir unten nur selber mit Licht weitermachen. Okay, mit Photon anzufangen ist, glaube ich, nicht so super glücklich. Boah, der mit seinem Schild immer, ne? Was einem aus jedem Auto-Attack rausholt. Und damit aus den Kombos. Zusatzaufladung. So, wir können den Gamma... Nein, wir hatten ungefähr eine Mikrosekunde Zeit, den Gammastrahl einzusetzen. Und jetzt sind wir schon wieder bei Photon. Shadow
So, mal gucken, ob wir jetzt nochmal irgendwann einen Gamma-Strahl hier rauskriegen gegen Akos. Ich glaube nicht. Doch, jetzt. Gamma-Strahl. Oh, nicht perfekt getroffen. Aber ist im Prinzip so ähnlich, ne? Als nächstes käme die Supernova. So, Akos haben wir jetzt gleich. Fangen wir mal mit Braun an. Oh, ein seltener Kernkristall hat Akos gedroppt. Nice. Mit Braun anzufangen ist auch nur so suboptimal. Da kriegen wir im Moment gar nichts zu Ende, jetzt wo wir keinen Feuerskill mehr haben. So, ist, oh, ist unser, warum ist denn unser Tank gerade verreckt? Ist der von 100 auf 0? Fangen wir mal mit Grün an. Wir hauen mal wieder die ganze Zeit nur vor so einem Schild da. So, wäre cool, wenn er sich jetzt mal die Aggro wiederholen könnte. Ne, im Moment haben wir jetzt gar nichts mehr so für Kombos irgendwie, was wir gescheit nutzen könnten. Also die optimale Blade-Zusammenstellung haben wir irgendwie noch nicht. Ob er überhaupt noch mal irgendwann die Aggro wieder kriegt. Aber gut, im Moment denke ich auch ganz gut. Verfehlt. Okay, es kommt eine Mega-Kombo. So, wenn wir noch mal Stufe 2 zusammenkriegen würden, dann könnte Mia das beenden mit Wasser. Dann hätten wir mal eine Dreier-Kombo. Okay, hell, hell, Wasser. Oder Licht, Licht, Wasser wäre eine Kombo auf jeden Fall. So, dann kriegst du mal den Gamma-Strahl von uns. Endzeit-Witterung käme da. Mal gucken, ob sie es raushaut, ob sie es rausgehauen kriegt. Weil ich glaube nicht, dass ich nochmal bis auf Stufe 3 aufgeladen bekomme. Aber sie ist doch schon eine ganze Zeit am Aufladen, oder? Jo, da ist sie auch, die Endzeit-Witterung. Nice. Wie cool und... Ah, shit. Nicht getroffen. Immerhin 15.000. Und jetzt können wir es nochmal finishen, würde ich sagen, indem wir nochmal so eine Chain-Attack raushauen. Was hat er jetzt da? Wieso hat er eigentlich Wasser? Ach ja, weil das letzte, was wir hatten, war blau. Dann nehmen wir doch mal Feuer dagegen. Das sollte doch schon mal zwei Treffer hinzufügen. Und uns die Angriffskette zumindest einmal verlängern lassen. So, gebrochen ist das Ding. Ah, kannst von mir aus Wasser nehmen. So, und jetzt müssten wir einmal verlängern können, ne? Weil wir gebrochen haben. Dann darf Pyra mal. Hey, das ist ein bisschen zu... Komm, ja, nice, wir haben ihn. Ein bisschen schwierig zu treffen, dieser kleinste Kreis da im Innern. Und wir können trotzdem noch weitermachen, obwohl wir ihn schon erledigt haben. Cool. Dann nehmen wir mal das Pokémon, würde ich sagen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch vorbei, ne? 125.000 Gesamtschaden. Und noch einen seltenen Core Crystal. Nice. Den haben wir es richtig gegeben, ne? Dafür, dass es anfangs so schlecht aussah. Jetzt kriegen sie nochmal richtig auf den Sack. Ich finde das wieder so geil inszeniert. Oh, haben wir die Klinge zerbröselt? Das tut mir ja leid. Oh, Brona ist zerbröselt. Oh, oh. I don't. We gotta retreat. Akos! Oh, ist sogar angeknackst, der Kristall. Brona! Ist sie kaputt? Komplett? No time for that, Akos! Okay, man hat sich jetzt doch lieber zurückgezogen, nachdem man ordentlich aufs Maul bekommen hat. Ja, Leute, jetzt wisst ihr, was euch blüht. Könnt ihr mir noch mal überlegen,
mich nochmal mit uns anzulegen. Oh Mann, auf die Euphorie folgt das Drama. Wir haben gewonnen, aber es war eine verlustreiche Schlacht gewesen. Wie geil, ist das die Schwanzflosse von Uraya? Ja, ne? Sind wir doch irgendwie draußen. Kapitel 3, Schlacht. War das nicht schon eine Schlacht gewesen? Jo, krass, Leute. Achso, das war auch Kapitel 3. Kapitel 4, Aegis. Ich komme nicht damit klar, wann das Kapitelende und das Kapitelanfang eingeblendet wird. Was passiert hier gerade? Wo sind wir gerade? An welchem Ort und in welcher Zeit? Oder ist das jetzt was, was durch unseren Kampf ausgelöst wurde? Durch die Entfesselung der Aegis? Das wäre übel, wenn wir jetzt noch ein paar Titanen vernichtet haben dadurch. Oder ist das eine Rückblende, als die Titanen vernichtet wurden, die drei? Das hat echt so ein bisschen was von Fiona in diesem Mechon-Anzug, ne? The body may die, but never the soul, which is merely passed on. Oh, er ist wirklich tot, krass. Onward, born and reborn, forever part of the great ether stream. Why friends make grave here? Can we not take Biggie Pon home to village? Biggie Pon. He'd want to be buried where he fell. It is traditional amongst mercenaries. I'm so sorry, Vanda. If only I hadn't listened to those people, you'd still be... I'm sorry. I'm so sorry. Das ist die Szene wie am Anfang. Als Rex umgebracht wurde, hat sie also die Faust geballt. Those guys would attract us down eventually. What matters is that Vandam saved all our lives. For now, let's just be grateful to him for that. Oh krass, Leute. You're right. Wo führt das noch hin? I won't forget your words, Vandam. Ever. Fight my own war with Pyra. Pyra? Thing that happened yesterday. You called yourself Mithra? What? Willst du das jetzt hier vor allen besprechen? I'd like to hear that too. That power, it wasn't normal. Aber die Musikuntermalung war mal wieder gigantisch, oder? Oder ist sie immer noch? Explanation. It was pretty crazy. Tora want to know too. Pyra was super strong. Why so strong, huh? Weil sie die Aegis ist. Well,
The thing is, I mean, okay, jetzt kann sie es einfach so. Schnipp. Pyra? Mythra, Pyra, Mythra, Pyra. Why? Huh? Why did you wake me up? Huh? What? I didn't want to wake up. I didn't want to come back. I left everything to her so I'd never have to use that power again. But then you woke me up. Woke you up? If you hadn't been so useless, none of this would have happened. I wouldn't have had to use this power. Didn't you listen to that Van Damme guy? He told you to hold back. He told you to run. But you just had to push yourself, idiot. Look where it's got us now. You. You're really messed up. You don't have to tell me that. I know, all right. I knew I was being an idiot. Rex. But I couldn't hand you over to them. I wanted to keep you safe. What? At any rate, if you've got questions, you can ask her. I'm out of here. Bye. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer die sympathische und wer die unsympathische Charakterhälfte ist. That's not fair. Everyone, I'm very sorry about all that. Malos and I are Aegises. Dachte es mir schon fast. Terrible power, strong enough to destroy the world. Malos is another Aegis. Long ago, there was a man who climbed a world tree, hoping to make it to Elysium and meet his creator. But when he arrived at Elysium, he found it empty. So instead, as proof that he had reached that divine realm, he brought back two core crystals, Malos and me. And hat er einfach mal geklaut. Once he made it back to Allrest, he awakened Malos. Why he did it, I can't say. For greed, for power, or perhaps, when Malos awakened, he wielded his world-shaking power without restraint. Hat sie quasi it was natural. Ihren eigenen Bruder bekämpft vor 500 Jahren, ja? I was awakened by a driver who was determined to stop Malos's rampage. So Malos and I fought. I fought with all my might and succeeded in defeating Malos. But not without a price. Three great titans fell in the struggle. Epische Geschichte, ohne Witz. I sealed myself away to ensure that power would never be unleashed again. I took the form you see now and fell into a long slumber. That was 500 years ago. The Aegis War. The man who awakened Mithra was Adam, hero of the Lost Kingdom of Torna. Adam fought as Mithra's driver to protect the world from Malos. We Titans played our part in that battle too. It is our calling to live alongside humanity after all. Gramps? Adam hid Pyra's sleeping body inside a great ship
and sunk her to the Cloud Sea's floor, where none could abuse her power. So that day, that's the ship that we... That's Pyra and I. I believe it was fate that we met each other. Otherwise, my sister would never have woken up. You call her... Ach so, Mithra, jetzt war gerade irritiert. Welche Schwester denn jetzt noch? Used to talk together. In that dream of Elysium, where you met me. We promised that. When we were awakened again, we'd go home to the real Elysium. And then, we would fulfill our real purpose. And that's... defeating Malos again. In Elysium, dem Paradies, der Heimat des Architekten, ist das nicht auch ein bisschen risikoreich? Explodiert da nicht vielleicht auch mal die ganze Welt oder so? Ist man sich da über alle Konsequenzen schon bewusst? Fragen über Fragen. I'm very sorry about Mithra. Ja, ja, ja. Schon okay. You have to understand. She came out because she wanted to protect you. She broke her own seal for you. Even used her power as the Aegis. The flame powers I use are just a shadow of her strength. Droplets of excess energy trickling through the seal. Don't worry about it. She was right. This was all my fault. I'm just glad... that you finally managed to open up a little. Also, thank you for protecting everyone, I mean. Protecting? Me? Your powers are incredible. I could feel the truth behind the legends. I'm sorry. I... You apologize a lot. You know that. I guess you still feel guilty about the Aegis's power. Right? But I don't want you to have to apologize anymore. I hope I can help you move past that. No. I know I can. Rex, I... Power depends on the heart of its wielder. That's what Vandam said. That's why your power is the power to protect. The power to keep everyone safe and smiling. I want to do the same. I'm gonna be the kind of driver who can protect you in turn. I promise. Make a girl cry, that's not gonna fly. Make a girl smile, you pass the trial. That's the third rule of the Salvager Code. Yeah? Geil, jetzt nochmal so ein Gag hier am Ende der Szene. Rex, Rex! Can you help Tora with repairing of Poppy, please? Okay, I'll be right there. Oh, yeah. What's for dinner tonight? How does meatball pot au feu sound? Delicious. I can't wait. Ist geil, ne? Wie sie die Stimmung jetzt von Drama wieder ins Fröhliche transportiert haben. That's my Rex. Never loses his smile. And that's what keeps us all going. Reminds you of Adam, don't you think? Doch nicht. Bin mal gespannt, ob wir Adam noch kennenlernen werden. In welcher Form auch immer. What's this? Take it and go to Indol. Oh, Indol haben wir auch schon mal gehört. The dagger's owner will tell you how you can get to Elysium. This is a blade weapon, right? Who's its owner? The man who was once my driver. Hm? Your driver? Huh? But then... Was tut er? Er ist eine Blade? We fought together in the Aegis War. Yes. His real name is Minoth. Minoth. Blades not get old, though. Why Cole looks so old? Because I'm one of the cursed ones. A flesh eater.
A flesh eater? A blade, who has been fused with human cells. Was geht denn hier jetzt für eine kranke Scheiße ab, Leute? Before the war, some sought to test the limits of Blade's potential. I am a product of their experiments. One of the unlucky ones who was tainted by their folly. Why would ancient people do that? It seems that by combining Blade and human, it is sometimes possible to create Blades with extremely unique powers. But only very rarely. Most experiments were failures. And I was no different. Er ist ein Failure oder was? Oh. I gained nothing at all. And lost my immortality to boot. I likely won't last much longer. Grandpa. Oh, die Switch will schon fast in Standby gehen, weil ich so lange nichts gedrückt habe. I want to see where your path ends. That dagger will aid you. Will you do this for me? Of course. Oh, but can I ask you to do something too? Namely? I was wondering if you could write a play about Van Damme. About Van Damme? Yeah. I think his story could inspire a lot of people. Once I find Elysium, I'll come see you again. Show it to me then? An interesting notion. Perhaps that is the least I can do. Very well. I'll do it. So see you make it back here in one piece. Understand? Absolutely. Wir geben unser Bestes. So, kommen wir jetzt auch endlich mal wieder an die Kontrolle. Ich finde es einfach Wahnsinn, ne? Was die Japaner für krasse Fantasy-Geschichten erzählen können. Die westlichen Studios, die machen ja meistens irgendwelches Mittelalter-Gedöns da und keine Ahnung was. Aber sowas mit solcher Art von Charakter und Figuren und Geschichte finde ich irgendwie einmalig, ja, für den japanischen oder aus dem japanischen Bereich halt. Das, für solche Geschichten findet man sonst nirgendwo, finde ich, ne? Die Hintergrundgeschichten, die Charaktere, gefühlt haben wir jetzt gerade mal das Intro hinter uns gebracht, um mal hier die ganze Situation der Welt und die Geschichte der Welt einmal darzustellen. Und wir spielen, keine Ahnung, 15 Stunden oder so. Das ist Indol, ne? Wurde das gerade schon gesagt? Ich weiß nicht, hab gequatscht. Ja, Indol ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Da soll man den Dolchbesitzer finden, der uns dann irgendwie mal erklären kann, wie wir nach Elysium gelangen können. Also dann, wenn wir nach Indol wollen, müssen wir Rex... Boah, es geht immer noch nicht weiter. Zuo. Wir wollten gerade, wie ich sehe, seid ihr schon wieder auf dem Sprung und das ist auch gut so. Aber könntest du vorher noch einmal kurz zu uns nach Garfon kommen und mit Yu reden? Es gibt da etwas, das der Boss für dich zurückgelassen hat. Vandam hat mir was hinterlassen. Alles weitere, wenn du in Garfon bist. Wir warten auf dich, okay? Okay, wir haben auch noch eine Nebenquest offen. Okay, das ist auch die Hauptmission, erstmal nach Garfon zurückzukehren. Jo, bitte. Wir haben noch eine Nebenquest offen. Wir müssen noch irgendwie ein paar Zutaten besorgen. Wir haben neue Klingenpartner. Wir können eine Klinge mehr ausrüsten quasi. Es gibt neue Gesprächsoptionen. Aber das, Leute, schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.